Hallo und hallo, meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Sky Factory 3, zusammen mit dem lieben Sir Lance. Hallöchen und der lieben du, Jenny. Hallo. So. Dass ich gleich in die Küche stellen darf und mir ein neues Essen machen darf. Hilfe. Ja, also, wir haben den Server, ein bisschen laufen lassen. Nee, wirklich nicht. Der lief der über Nacht einmal, der lief fast 24 Stunden, Jenny. So. So, also, wie man hier sieht, wir haben jetzt einiges an Ressourcen, zumindest die wichtigsten. Das heißt, wir können jetzt hoffentlich damit anfangen, die Anlage hier zu erweitern. Und ich habe so, Mann, meine Stimme versagt gerade. Mir hat ein Vögelchen zugezwitschert, ich soll die Siebanlage nach hier hinten hin verlegen. Nach wohin? Hier hinten hin. Damit es nicht zwischen der Farm und dem Haus steht. Was? Ja. Also soll ich oder nicht? Ja. Okay. Zicke. Ja. Also, dann müssen wir jetzt mal gucken, was brauchen wir alles? Also, fangen soweit ich wir weiß, mal brauchen wir mit ganzen Haufen. Gravel an. Also, wir können daraus kriegen Diamanten, Kohle, Lapis, Eisen. Emerald. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Flint, brauchen wir das? Eigentlich nicht mehr. 7 mal 20. Weil dann würde ich nämlich einmal Flint siften mit Sieb Gravel machen. Und einmal Diamant. Bei Diamant haben wir die höchste Chance auf Diamanten, logischerweise. Da kriegen wir Emeralds, Lapis, Kohle und Gold, aber Gold ist mal zu vernachlässigen. Und aus Flint würden wir sämtliche Basismaterialien kriegen. Mit unterschiedlichen Prozenten. Verdammt. Jetzt die große Frage, wo wir vielleicht nicht sogar noch mehr rauskriegen würden. Das kriegen wir einfach 24. Weißt du was, wir machen einfach den eigentlichen Plan, den ich als erstes hatte. Und zwar? Jedes Teil, was wir sieben können, mit jedem möglichen Mesh aufstellen. Fertig. Zusätzlich jetzt noch jeden möglichen Mesh. Generell. Also diese Anlage bleibt hier erstmal stehen, damit die Rohstoffe weiter generieren. Mhm. Und, quasi drüben baue ich dann die andere auf. Und irgendwie habe ich ganz schön FPS-Drops gerade. Jetzt habe ich angeblich wieder 120? 140? Können wir kurz schauen, ob es auch bei mir so ist. Ne, ich habe konstant 60. Gerade eben. Und wenn ich durch die Gegend hüpfe, auch. Ja, gut. Auf jeden Fall, ich habe hier bei den Conduit-Connector noch auf Round-Robin gestellt. Dadurch verteilt er quasi gleichmäßig auf den Compressed Hammer, der den Sand draus macht, zu Dust und Sieb. Und zu dem Auto Heavy Sieb, wo das gesiebt wird. Dadurch haben wir jetzt halt auch relativ viel Diamanten bekommen. Weil so wie wir das System aktuell gebaut haben. Sprachfehler. So wie wir das System aktuell gebaut haben, machen wir halt kein Sand oder ähnliches. Plus, wir sind eher noch sogar zu langsam, wie man sieht. Das heißt, wir müssen uns eigentlich was anderes überlegen, wie wir das am besten machen. Aber gut, davon mal erstmal abgesehen. Wir können auf vier verschiedene Weise Gravel sieben. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir das machen. Mist. Das ist nicht das, was ich wollte. Scheiße. Weil eigentlich ist das verschwendetes Material. Warst du das? Nein, das warst du auch nicht. So, da kriege ich alles vier bis auf Flint. Gut, dann werde ich erstmal nur Diamant-Sieb-Strang aufbauen, quasi. Das heißt, wir brauchen jede Menge Stahl für die ganzen Autocompressor. Was denn? Ich suche gerade den Stein, den. Ach, da war's das. Ich habe den Stein gefunden, den ich haben wollte. Hä? Ich habe einen Stein gebraucht. Bist du am Chiseln oder was? Ja, genau. Vibe. Ja, das heißt, wir brauchen jede Menge Stahl, ergo jede Menge Eisen. Ich schmeiß mal das ganze Eisen ein, was wir haben. Das Ganze? Ja. Okay.
Das schmilzt ja die Smeltery ein. Das war das Lied, das ich raushauen wollte. Habe ich mir auch gerade gedacht. So, aber wir brauchen noch einen Hopper. So, Hopper. Hopper, Hopper weiter. Ich sag's nicht. Ich habe immer noch totale FPS-Drops aus irgendwelchen Gründen. Ja, kurz hatte ich auch einen Ruckeln. Aber nur kurz, also nichts Dramatisches. Ich kapiere es irgendwie nicht so wirklich. Nee, dramatisch ist es nicht, nee. Ist auch wieder. Ach, du platzierst da Steine, oder? Ja. Ah, weil es ins Nichts ist wieder. Mit einem Builder's Wand oder so? Nein, mit der Hand. Komisch. Pass mal auf. Jetzt. Nee, noch nicht. Jetzt habe ich keine mehr. Toll. Komisch. Ich wollte zwei. Jetzt. Jetzt wieder. Ja, das war ich. Dann hör auf damit. Hey, aber ich will nicht aufhören. Es ist nervt. Zumindest ist du da, wo Loch dazwischen, wo nichts da unten ist. Naja. Da passiert's. Auf jeden Fall, ich mach mal ganz kurz die Smeltery ein bisschen besser. Hopper. Kiste. Hörst du wohl mal auf damit? Ach, dieses Lied genauso. Boah. Darf ich dir einen Tipp geben? Was? Ausleuchten? Sag's mir nicht. Dann sag ich's dir nicht. Ah! Du Arsch. Boah, du bist so ein... Hans-Peter. So, nee, da wollten wir noch eine andere Farm hinbauen. Ja, wo soll ich denn jetzt die Siebanlage dann quasi aufstellen? Im Prinzip, die Siebanlage kannst du da stehen lassen, wo sie ist. Im Prinzip. Ja, aber du wolltest doch gerne da nichts zwischen haben. Hey, das ist doch vollkommen. Ist das okay? Die wird aber noch deutlich größer. Also der Platz reicht mir auch einfach nicht. Ja, dann musst du es da auf der anderen Seite machen. Entweder gehst du geradeaus. In der Richtung? Oder du gehst dahinter. Hier hin. In der, ja, also doch, der Platz könnte mir eigentlich reichen, wenn ich das nicht zu breit auseinanderbaue. Aber du musst jetzt nur sagen. Du kannst da auch bleiben gerne. Gut. Aber ich soll wahrscheinlich noch ein oder zwei nach hinten rutschen, oder? Noch eins oder zwei in der Richtung, also nach innen. Ja. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Wie mache ich das am besten? Oh, und ich muss noch einer raus. Ich habe mich verzählt. Haha. Zwei. Ja, ich habe mich verzählt um einen Block. Zumindest. Na, wobei, das ist... Wo sind denn jetzt diese Monster-Essenzen, die wir hatten? In der großen unteren Kiste. Nee. Da waren sie drinnen. Hier sind keine davon. Ah, warte, habe ich sie hier hingepackt? Ja, hier. Komm her. In die untere Kiste von hier. Ah. Denn ich wollte jetzt mal kurz gucken. Tier 1 Crafting Seed. Inferium Seed. Das wollte ich haben. Zwei normale Seeds. Aber irgendwie leckt das gerade auch ganz schön. Wo darf ich mal ein bisschen was wegreißen? Bezüglich, was brauchst du denn? Platz. Pflanzen. Pflanzen? Ja. Du darfst hier das vordere Feld kaputt machen. Also hier nicht diese Reihe, wo ich gerade drauf laufe, aber hier alles, was mit Karotten zu tun hat, darfst du wegnehmen. So, jetzt noch eine Reihe. Mach noch eine Reihe. Mehr will ich nicht. Okay, dann passt. So. Was pflanzt du da gerade an? Guckst dir an. Die Sensen. Ach, die kann man so dingsen. Ja. Cool. Hoffe ich zumindest, dass ich da rauskomme. Ich weiß es nicht.
An denen bin ich heute leicht verpeilt. Und ich weiß gerade nicht, welche Steine. Bist du? Was wollt ihr jetzt machen eigentlich? Käsekuchen backen? Nein. Cola einschmelzen. Oder zerkleinern zumindest. Ja, das war's auch nicht. Welche Steine hatte ich denn da? So, ich brauche aber nochmal das hier. Warum merkst du dir das nicht einfach, welchen Stein du hast? Nein, nicht den ich habe. Ich habe im anderen Modpack das ausprobiert. Und ich wollte unbedingt diesen Stein als Rand haben. Da ist er, glaube ich. Warum machst du auch sowas in einem Modpack? Ich fress dich. Nein, machst du nicht. Oh doch. Nee. Ich schmeck nicht gut genug. Du, ich mag nicht gut genug. Inventory Panel? Was? Boah, wie ich einfach absolut keine Ahnung gerade habe, wie die Sachen aussehen. Da sind sie. Da brauche ich Energetic Alloy. Redstone, Gold, Glowstone. Redstone, Gold, Glowstone. Alloy. So. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Redstone für. Und ich brauche, glaube ich, noch mehr von dem Zeug. Zack, zack. Oh. So, was macht das Eisen? Aber du willst durch. Kannst du gleich schlafen gehen? Oder soll ich schlafen gehen? Nein, deswegen nicht. Die Smeltery ist voll mit 85 Blöcken. Nur. 85 Block of Iron. Achso. Ich glaube, die ist voll. Ach echt? Bist du da sicher? Nein. Entschuldigung. Tut dir nicht, Leute. Das stimmt ausnahmsweise nicht. Es tut mir echt leid. Glaube ich dir nicht. Doch voll. Voll dolle. Ja. Ich geb dir gleich Frau Holle. Ich hab gesagt voll dolle, nicht Frau Holle. Ja, und ich sag Frau Holle. So. Kupfer brauche ich noch. Habe ich noch Kupfer. Ich kann Kupfer. Tupfer. Wir sollten mal unsere Crafting Area zur Smeltery überziehen. Oder die Items von da nach vorne mal holen. Ich brauche mehr Erde. Ich brauche mehr Erde. Ich sterbe. Schlägst du mich da etwa? Nein. Hast du mich gerade wirklich geschlagen? Wir haben nur noch 20 Erde. Scheiße. Ja, hast du nicht nachgefüllt. Das war alles, was wir hatten. Ja, hast du nicht nachgefüllt. Das war's. Es ist aus und vorbei. Ich kann's nicht glauben. Oh, es ist aus. Ja, wenn du nicht das nachfüllst. Sechs, reicht das? Hä? Das heißt, ich muss das da reinpacken, oder was? Ja. Ah, das Ding ist schon mal ein bisschen schneller. So, wo kriegen wir jetzt am einfachsten Enderperlen her? Von Endermännern? Würde ich mal so behaupten. Und das, wir haben jetzt 15 Minuten. Ich weiß, ich will aber mal gucken, wie ich Endermänner kriege. So.
Ja. Toll, Tier 4 brauchen wir dafür von den Mystical-Dingern. Wie viel haben wir denn noch an Enderperlen? Das weiß ich nicht. Gar keine mehr. Ernsthaft? Dann kann ich die Siebanlage nicht machen. Ja, doch, eine haben wir noch, aber die reicht nicht. Dann kann ich die Siebanlage leider nicht machen. Wie sie hier ist, kannst du sie doch verwenden? Was? Die ist doch jetzt hier. Ja, klar. Aber ich kann sie halt nicht fertig machen, so gesehen. Achso. Weil ich würde sie halt eigentlich gerne so weit fertig machen, dass wir auch mehr kriegen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob wir einfach pauschal alles sieben sollen oder wirklich nur das Beste, so gesehen. Hm. Oh Gott! Ist das dein Ernst? Ich hab Schiff ausgelassen. Yeah. Wollen wir dich nächste Folge retten? Ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Cheerio. Ciao, ciao.